unten an. Mit dem Hinterteil, mit dem Hinterteil. Mit dem Hinterteil voran, kann ich der Rand, der uns neu kann. Und außer, kämpft! Ja, die Oberpfalz zieht ein und die Luft wird wieder rein. Was kann es auf Erden Schöneres geben, als in der Oberpfalz zu leben? Sich weit ab von fränkischen Gestalten im besseren Bayern aufzuhalten. Und es ist beileibe kein Genuss, wenn man nach Veitshöchheim muss. Die Kapelle zog gleich rückwärts ein, um hernach schneller wieder weg zu sein. Veitshöchheim liegt auf fränkischem Gebiet, wohin es den Oberpfälzer überhaupt nicht zieht, weil hier vorwiegend Franken leben, die viel Gesülze von sich geben, sich selber in den Himmel preisen und mäßigen Verstand aufweisen. Jaulen statt zu applaudieren. Und geistig nicht so zügig reagieren wie die Oberpfälzer, die ja schnell kapieren, weil sie im Denken sehr geschwind und genetisch schneller sind. Doch mit den Franken muss auf Erden nach wie vor gerechnet werden. Es gibt sie noch samt ihrem Fastnachtskram. Franken gehört zu Deutschland, wie der Islam. Das Publikum im Saal ist klar das Beste, das zu kriegen war. Das soll aber nicht bedeuten, es gäbe keins mit besseren Leuten. Es gibt nämlich gewisse Schichten, die auf Veitshöchheim gern verzichten. Das heißt, wer wirklich etwas isst und kann, der steuert doch nicht Franken an. Deutschlands wahrer elitärer Kern blieb eindeutig der Sitzung fern. Das hat Frau Hadertauer mir geschrieben. Auch sie ist heute ferngeblieben. Ein paar bayerische Minister kamen, aber nichts von Rang und Namen. Geistig einfache Gesichter, jede Menge Schwachstromlichter. Ein Vorruhestandsministerpräsident mit einem hohen Drehmoment. Und der Elferrat, ja. Und der Elferrat strahlt eine Aura aus, wie im Tiergarten das Nilpferdhaus. Prominente aus der JVA sind ja überhaupt nicht da. Höchstens in der Saalkapelle ein paar kleine Kriminelle. De facto kein richtig Bekannter, da ist's im Knast noch interessanter. Prominenz und Qualität sind in Veitshöchheim dünn gesät.
Vor allem Leute, die dank ihrer Gaben Frau Merkels Anerkennung haben. So kam aus der von Merkel favorisierten Schicht trotz Freigang Uli Hoeneß nicht. Daheim blieb nebst Frau Hadertauer der Schüttelschorsch Franz Beckenbauer und von den Landesbanken die Kadetten, obwohl sie doch Bewährung hätten. Es fehlt der Boris Becker und noch doofer Ernst August Pinkel von Hannover. Der Hippodrom Sepp Krätz samt seinem Rest Prosecco-Trachtler vom Oktoberfest. T-Barts van Elst ist auch nicht hier. Der Hanfzüchter Cem Özdemir, Sepp Blatter, Maschmeier und all die Knaben, kurz alle, die was auf dem Kasten haben, beschlossen, die Veranstaltung zu meiden, worum wir sie beneiden. Keiner da! Keiner da! Die Prominenz hier hat also wie immer einen recht bescheidenen Schimmer, was sich durchaus mit dem Sender deckt, der hinter dieser Sendung steckt. Obwohl das bayerische Fernsehen glaubt, es sei das Beste überhaupt, erreicht der Intendant samt Angestellten die Leistungsgrenze eher selten. Und den Münchner Festzelt Horizont ist man in Bayern ja gewohnt, womit wir wieder in den Sphären des bayerischen Landtags wären. Es fehlt vor allem am IQ. Kein Wunder, alles CSU. SPDler, Grüne, Freie Wähler, von uns gewählt, das war der Fehler. Oh mein, oh mein. Wie gut, dass doch die Oberpfalz mit Geist nun diesem Saal die Referenz erweist. Das hebt die Stimmung rigoros, sind auch die Bedenken groß, dass wir mit unseren Gedichten die Sitzung hier zugrunde richten. Von den Franken selbst dazu ermächtigt, die Bedenken sind berechtigt. Wir hätten sogar Parallelanfragen von anderen Städten ausgeschlagen, wenn Anfragen von anderen Städten bei uns vorgelegen hätte. Sodass wir uns hierher begaben, weil wir heute A. nichts Besseres haben und B. um Sie am Bildschirm zu beglücken und Grüße in die Welt zu schicken. Liebe Fans, ob klein, ob groß, ob Heimat oder obdachlos, mit festem Wohnsitz oder Asylanten, Anstands- und Pegida-Demonstranten, Mitläufer und Bordsteinschleicher, Landstreicher und Österreicher, Südtiroler, Schlesier, Vertriebene, Sudetendeutsche, Hinterbliebene, verehrte Zuschauer in Wurz, Erbendorf, Berlin, Aachen, Fehmarn, Zirndorf, Wien, Salzburg, Borkum, Köln, Meckpomm, liebe Randpolen auf Usedom, Schwarzgold, Schweizer, Liechtensteiner, liebe Republik, Anrainer und Bewohner sämtlicher Kanten. Auch wir sind heute in Franken Asylanten und die Franken sind darauf angewiesen, dass wir Oberpfälzer hier Asyl genießen. Sprich, wenn die Franken keine Asylanten hätten, wäre die Kultur hier nicht zu retten. Die einzigen Franken, die ganz Europa kennt, sind wir und der Ministerpräsident. Und dabei haben wir doch rein mit den Franken nichts gemein. Und weder Horst noch ich möchte einer sein. Der Herr Ministerpräsident seit Hadertauer sauer und vor Trauer grauer, ist in Sachen nebulöser Thesen Bayerns größtes Fabelwesen. Schon mehrmals hat er sich geirrt, wie lange er noch regiert. Ab 2023 sprach er, sei das Bayernland barrierefrei
Und wenn er jetzt 2018 geht und nicht mehr im Weg rumsteht, käme das dem fränkischen Sarotti-Moor Söder wie Erlösung vor und wäre für ihn ein klares Zeichen, dass die Barrieren früher weichen, sprich die Barrierefreiheit ist erreicht, wenn der Seehofer sich schleicht. Blick ein. Das kann doch bloß der Heino sein. Heino, Deutschlands maskuline Marschmusik-Blondine, die alte Reichswehr-Liederröhre, ein Albtraum wie die Fischerchöre, der Bariton der Haselnuss und Meister des gesungenen Stuss, entkam jetzt seiner Marschlied-Kacke und rührt in schwarzer Lederjacke Rockmusik, die, wenn er singt, immer noch nach Reichswehr klingt. Rammstein, Westernhagen, würgt sich Heino aus dem Kragen. Nur mit toten Hosen hat er nichts am Hut, denn in der Hose läuft's bei Heino gut. Trägt er den Tod auch auf dem Hemd, die tote Hose ist ihm fremd. Das Vieh im Stall ist noch am Leben, hat er bei Bild zu Protokoll gegeben. Und dass er kein Viagra nimmt, wobei das ganz bestimmt nicht stimmt, denn Viagra führt zu blondem Haar, zu Hohlraum, wo das Hirn mal war, und zu Deutschland sucht den Superstar. Das sieht ein jeder sofort. Du hast doch immer den Hammer. Ist auch der Stil schon längst fort. Es ist ein Jammer, gar keine Frage, dich als Rocker zu sehen. Du bist doch immer voll in der Lage, uns auf die Nerven zu gehen. Uns auf die Nerven zu gehen. Gerippe. Du bist so geil auf Applaus. Geh auf die Bühne und strippe und zieh die Splitternacht aus. Bam!
bei diesem Anblick gar keine Frage, wird sich der Magen umdrehen. Doch wir sind endlich mal in der Lage, dich ohne Brille zu sehen. Dich ohne Brille zu sehen. Barbara Stamm winkt mir soeben, sie doch auch hervorzuheben. Wir trafen sie mit der Kapelle beim Vorglühen in der Shell-Tankstelle. Und als wir draußen waren beim Rauchen, begann sie mir ins Ohr zu hauchen und sagte mir aus nächster Nähe, dass sie mich sehr gerne sähe. Und ob ich etwas Bargeld nehme, damit auch sie im Text vorkäme. Ihren Zehner lehnte ich natürlich ab. Als sie mir aber 50 gab, ohne Quittung und in bar, da war für mich die Sache klar. Ich darf mit den von ihr gewünschten Worten schließen. Gelobt sei Barbara und hoch gepriesen. Nicht drin. Vieles heute ist zum Schießen, die ganze Welt besteht aus Krisen. Verrückte ballern um die Wette, Plastik in der Nahrungskette. Der Heizölpreis brach völlig ein, billiger als Frankenwein. Was den ganzen Erdball schreckt, wo doch das Heizöl besser schmeckt. Kürzlich zählte Griechenland den griechischen Beamtenstand und die Zählung hat ergeben, dass mehr Beamte dort als Griechen leben. Fukushima, verstrahlte Japaner, Freibeuterabkommen mit den Amerikanern, TTIP, CETA, streng geheim, das große Geld zieht seinen Schleim, Chlorhuhn aus den USA, Tiroler Speck aus Florida, Bordeaux aus Alabama, Schäuferle aus Fleisch vom Lama, Frankenwein aus Idaho, Zeugelbier von irgendwo, Nürnberger Bratwurst aus Kojoten. Die Europäer sind Idioten. TTIP ist ein Griff ins Klo und dann kommt auf US-Niveau Fastnacht in Franken aus Guantanamo. Und der Elferrat schaut jetzt schon so. Ist auch die Verzweiflung groß, der Euro kam vom Franken los. Der Euro hat sich über Nacht vom Schweizer Franken losgemacht. Grund genug, dass wir es wagen, uns nun von Franken loszusagen. Und der Abschied fällt uns wirklich leicht. Auf Wiedersehen, es reicht. Die Schönsten in Bayern, das sind wir.
in Franken eine Zier. Franken, das seid ihr. Franken seid zum Tag, jetzt nix dafür. Franken, die Holz nicht lang aus. Uns reicht's jetzt nix mehr raus. Meine Damen und Herren, hier stehen Sie vor Ihnen, die Separatisten Bayerns. Wegen solcher Klänge hat sich damals der Vinzenz van Gogh ein Ohr abgesemmelt. Ich muss es jedes Jahr machen, ich mache es wieder. Ich darf es Ihnen vorstellen, die Alt-Neihauser Feuerwehrkapellen mit ihrem Kommandanten Norbert Neugierig aus Windisch-Eschenbach im Oberpfälzer Wald. Damit Sie alle verstehen, wie diese Herren hier ticken, also wenn weibliche Eizellen zwecks späteren Kinderwunsches auf Eis gelegt werden, dann nennt man das Social Freezing. Nur in der Oberpfalz. Da frieren diese kostümierten Tinnitus-Verursacher nicht ihre Eizellen ihrer Frauen ein, sondern ihre iPads und iPhones. Das ist gefährlich. Warum kam die letzte Wetten-Das-Show aus Nürnberg? Ganz einfach, das ZDF wollte mal ein größeres Elend zeigen als Markus Lanz. So, das reicht. Raus! Raus, Herr Neugierig! Sind eins. ARD.